So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar heute geht es um das Rode NT1A zusammen mit dem Mischpult aus dem Hause Behringer, und zwar das XINX 302 USB. Insgesamt wird alles angeschlossen und PC fertig vorbereitet. Das Ganze seht ihr in diesem Video. Und ansonsten, wir hören uns nach dem Intro. Viel Spaß und bis gleich. So, und hier seht ihr jetzt die beiden angekommenen Kartons. Das hier ist der Karton vom Behringer XINX 302 USB Mischpult und dann hier der Karton vom Rode NT1A. Wie gesagt, kommt alles sehr kompakt verpackt bei einem an, aber sehr geschützt innerhalb des Kartons. Genau, dann kann man den Karton auch direkt aufmachen und alles rausnehmen. Das haben wir hier schon mal gemacht. Und dann gibt es dieses kleine Säckchen, das ist mit dabei, um das Mikrofon einzupacken, falls man es dann doch mal irgendwo mit hinnehmen möchte. Zu einer Studioaufnahme oder sonst irgendwas. Genau, dann sehen wir hier die Spinne, die ist super verarbeitet mit dem Popschutz obendran. Hier das Mikrofon, das liegt super in der Hand, ist natürlich auch wirklich ein schweres Mikrofon, aber dafür ein Mikrofon, was irgendwie komplett ohne Plastikteile aufgebaut ist, und das finde ich so klasse. Und dieser kleine Mini-Ständer, den verlinke ich euch auch nochmal unten, der ist ganz günstig und passt eigentlich relativ gut, ist ein kleiner Tischständer. Ja, das XLR-Kabel ist natürlich auch bei dem Set mit dabei. Und hier sehen wir das kleine Mischpult. Ja, mit dem USB-Kabel, das ist natürlich auch direkt mit dabei. Hier sieht man es mal, ich drehe es mal um. Und es hat sehr viele Funktionen, das heißt, man kann das Mikrofon wirklich mit diesem kleinen Mischpult schon sehr gut einstellen. Die Bässe hoch und runter stellen, die Lautstärke, Höhen und Tiefen rausfiltern. Ich finde es eigentlich super für diesen kleinen Preis, den man dafür bezahlt. So, genau, als erstes schraubt man dann das Mikrofon in diese Spinne ein. Und zwar so weit, bis, ich weiß nicht, ob man das sieht, da ist so ein kleiner Metallpunkt, der muss nach vorne zeigen zum Popschutz. Und dann, um es dann natürlich die nötige Restfestigkeit zu geben, dreht man es unten quasi nochmal richtig fest. So, das mache ich da jetzt gerade. Und jetzt bestaune ich es, glaube ich. Denn es ist wirklich eine herausragende Qualität, die man da, allein das in der Hand zu halten, ne, das spürt man schon, wie gut es verarbeitet ist. So, genau, dann nehme ich mir das kleine Tischstativ, das Mikrofon-Tischstativ und schraube es fest. Das passt natürlich alles aufeinander. Worauf man dann achten muss, ist, dass dieses ein Tischbein von diesem Tischstativ, sage ich mal, muss nach vorne gucken, weil das Behringer wirklich ein sehr schweres Mikrofon ist. Das heißt, wenn ein Tischbein nicht nach vorne gucken würde, dann würde das Ganze doch leicht zur Seite kippen. Aber wenn es nach vorne guckt, ist es super stabil. So, dann sieht man hier das XLR-Kabel, was in dem Set mit dazu geliefert worden ist. Das schließt man dann einfach unten an. Das geht auch recht einfach. Pupp, und da ist es drin. So, und danach nimmt man sich natürlich die andere Seite. Ich weiß gar nicht, wie lang das Kabel ist. 10 Meter, zwischen 5 und 10 Metern auf jeden Fall richtig lang. Also damit werdet ihr, glaube ich, keine Probleme haben. Genau, und das andere Ende des XLR-Kabels kommt dann in das Mischpult. Klack, und da ist es auch schon drin. So, und dann nehmen wir uns das mitgelieferte USB-Kabel des Mischpultes und schließen es dann natürlich einmal am Mischpult und dann einmal den USB-Stecker, der kommt dann in euren PC, und dann könnt ihr auch schon sofort loslegen, könnt sofort Aufnahmen machen, könnt auch sofort, was ich auch super an dem Mischpult finde, ist, man kann direkt den Kopfhörer reinstecken, kann sich sofort selbst hören, und das macht so Laune. Und wie gesagt, und allgemein vielleicht nochmal zum Mikrofon, es ist super geil damit Musikstücke zum Beispiel aufzunehmen. Gitarre klingt super geil, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. So, ansonsten wird es jetzt gleich nochmal eine ganz kleine Stimmprobe geben. Eine lustige habe ich mir da noch einfallen lassen. Hier seht ihr nochmal alle Teile. Wie gesagt, super gut verarbeitet. Kann ich nur jedem empfehlen. Wie gesagt, alles unten nochmal in der Infobox verlinkt. Und jetzt gibt es die kleine Hörprobe. Bis gleich. Das freie Training in Melbourne wird Ihnen präsentiert von Krombacher. Eine Perle der Natur. So, das war auch schon mein erstes Video. Ich sag danke für eure Aufmerksamkeit. Und falls ihr vielleicht noch ein großes Interesse an weiteren Mikrofonen habt, dann kann ich euch ein weiteres Video von mir empfehlen. Und zwar habe ich ein weiteres Mikrofon, aber aus einer anderen Preisklasse getestet. Und zwar ist die Preisklasse 33 Euro.
Und zwar geht es um das Neuer NW700 Microphone Kit. Wie gesagt, das ist ein ganzes Set mit allem drum und dran. Das habe ich getestet. Wie gesagt, das verlinke ich euch nochmal unten rechts und in der Infobox. Das könnt ihr euch angucken. Da habe ich ungefähr den gleichen Test gemacht wie hiermit. Ansonsten, wie gesagt, es war ein großer Spaß, dieses Video zu drehen. Und ich bedanke mich nochmal für eure Aufmerksamkeit. Ciao.